Giovanni Zarella, bittere Tränen. Die Angst lässt ihn nicht los. Giovanni Zarella hat es geschafft. Aus dem einstigen Popbandmitglied ist ein echter Star mit einer eigenen Show geworden. Doch nun legt der Sänger eine überraschende Beichte ab. Giovanni Zarella steht auf der Sonnenseite des Lebens. Er ist mit der Frau seiner Träume verheiratet. Sie haben zwei entzückende Kinder. Erfreuen sich bester Gesundheit und auch die Karriere des Sängers könnte nicht besser laufen. Als Moderator seiner eigenen Show, die Giovanni Zarella Show, begleitet der gebürtige Italiener die Zuschauer durch einen Abend voller Spaß und Musik. Doch nun beichtete der Ehemann von Janaina Zarella, dass ihn seine Vergangenheit noch immer verfolgt. Giovanni Zarella, traurige Beichte des Sängers. Du arbeitest und arbeitest und hast keine Garantie, dass es gut ausgeht, erzählt Giovanni Zarella im Interview mit Bunte. Eine Erkenntnis, zu der er schon früh in seiner Karriere als Sänger kam, wie er gegenüber dem Magazin ganz offen erzählt. Jetzt ist natürlich eine ganz wundervolle Zeit. Aber ich hatte auch von 2005 bis 2019 14 Jahre, in denen es einfach nicht rund gelaufen ist. 2005 war für Giovanni Zarella ein schicksalhaftes Jahr, denn seine Band Prosis stand auf der Kippe, bis sie sich schließlich im Jahr 2006 komplett auflöste. Danach fiel der Ehemann von Janaina Zarella in ein tiefes Loch. Doch Giovanni Zarella kämpfte für seinen Traum. In dieser Zeit muss man sich treu bleiben, das ist das Allerschwerste, erinnert sich der heute 45-Jährige zurück. Und irgendwann platzte der Knoten und der Erfolg war zurück. Doch Giovanni Zarella legt eine schockierende Beichte ab. Denn die Angst zu scheitern ist immer da, meint der ZDF-Star. Davon lässt er sich jedoch nicht abschrecken, wie er gegenüber Bunte verrät. Ich arbeite weiter, ich bleibe dankbar, demütig und fleißig. Und das zahlt sich aus.